Guten Tag, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und heute haben wir ein Interview mit Philipp Benson. Philipp, am besten stellst du dich ganz kurz vor. Sicher, freut mich sehr dabei zu sein. Mein Name ist Philipp Benson. Ich bin ein CEO und Co-Founder von einem Unternehmen, ein Schweizer Startup, Frick Eco. Ich bin auch nebenan Doktorand an der Uni Zürich, wo ich Forschungsarbeiten im Bereich Tokenisierung von erneuerbaren Energien mache. Du sprichst Tokenisierung an. Wie funktioniert das genau? Kannst du ein bisschen detaillierter darüber berichten, was ihr da genau tokenisiert? Absolut, sehr gerne. Also wir fokussieren uns ausschließlich auf nachhaltige Infrastrukturprojekte. Und zwar helfen wir die Entwickler, eigentlich Liquidität zu kreieren über dezentralisierte Finanz. Und welche Projekte, oder wie kann ich mir das vorstellen? Welche Projekte tokenisiert ihr und wie wählt ihr diese aus? Also wir fokussieren uns, wie gesagt, auf nachhaltige Infrastrukturprojekte. Das kann zum Beispiel sein ein Wasserkraftwerk. So ein Entwickler wie jetzt zum Beispiel Axpo hier in der Schweiz sagt dann, hey, ich möchte gerne ein neues Projekt entwickeln. Ich habe aber jetzt historisch mein Geld gebraucht, um das Kraftwerk, wo jetzt operationell ist, mein Geld reingesteckt. Und jetzt möchte ich Liquidität kreieren für das Projekt und brauche da zusätzlich Geld von Investoren. Und das ist oft eigentlich sehr problematisch. Also es ist nicht so einfach, weil die Investoren, wo direkt Zugriff haben auf solche Projekte, sind sehr gering. Und deswegen sind wir der Meinung danach, dass wenn man die Investoren breiter aufstocken kann, gibt es auch einen Benefit für den Entwickler, also Zugriff auf breitere Masse von Liquidität, aber natürlich auch für den Investoren, weil die historisch nicht groß direkt investieren konnte. Und das heißt, der Entwickler muss dann seine eigenen Tokens erstellen oder wie läuft das ab? Helft ihr ihm dabei? Ganz richtig. Also wie du jetzt richtig ansprichst, Thomas, es ist natürlich nicht trivial für einen traditionellen Projektentwickler, einen Smart Contract zu erstellen und auf Blockchain da Finanzierung zu besorgen. Deswegen haben wir eine Software entwickelt, die genau das macht. Also wir helfen diese Entwickler, ein Investor Gateway zu kreieren, also eine Investoren-Relation-Page, basierend auf einer Web-Applikation, wo sich Investoren direkt beteiligen können zum Projekt. Und auf der anderen Seite unterstützen wir den Entwickler, diese Software auf der einen Seite aufzusetzen, aber auf der anderen Seite auch dann aufrechtzuerhalten. Können wir diese Webseite ansehen? Seid ihr schon live? Wir sind schon live seit etwa anderthalb Monaten. Wir haben lange gebraucht, um diese Technologie zu entwickeln. Auch in Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen wie Axelbra sind wir unterwegs gewesen und sind jetzt sehr stolz darauf, dass wir jetzt endlich mal eine Plattform live aufschalten konnten vor anderthalb Monaten und können wir gerne anschauen zusammen. Gut, dann schauen wir uns das an. So sieht die Plattform aus. Das ist frick.eco und da gibt es hier noch einen Roadmap, wo wir halt in grün einfach unsere Meilensteine, wo wir erreicht haben, beschrieben und auch die bevorstehenden Meilensteine, wo wir im Sinn haben und erreichen möchten. Jetzt, wir haben ein Universum entwickelt, wo alle Projekte gelistet werden, wo wir geholfen haben zu tokenisieren. Wo ist diese? Die findet man unter Enter Universe, ganz oben rechts auf der Web-Application. Ah, ja. Und dann ladet es die Projekte, die schon live sind. Wir haben jetzt nur ein Projekt live. Das ist ein Wasserkraftwerk in Ruanda, Afrika, wo es seit 2 Jahren schon läuft. Also man sieht auch die Daten, die Balken ganz rechts, die bilden dann eigentlich den historischen Avoided Emission von diesem Kraftwerk ab. Also im Sinne von Transparenz, also erhöhte Transparenz, wo auch übrigens nachgefragt wird von Investorenseite, zeigen wir das auch, da wir die IoT-Devices auch einbeziehen hier. Also ihr habt IoT-Devices vor Ort, die messen das und ihr zeigt dann diese Daten hier
auf dieser Webseite. Ganz wichtig. Also die werden real-time getrackt, also mit einem Delay, glaube ich, von einer Minute etwa, und werden direkt dann auf diese Web-Applikation abgeschaltet. Zurzeit werden die Daten bei unserer Microsoft Azure-Infrastruktur gespeichert, aber mit der Zeit möchten wir eigentlich die Daten auch on-chain speichern. Aber auf jeden Fall, das ist das Projekt, und als Investor kannst du dich dann detailliert über, informieren über das Projekt. Vielleicht noch, bevor wir hier auf TradeView klicken, Discount Bond, was ist das, was muss ich mir da vorstellen? Ein Discount Bond ist nicht anderes als, was man auch nennt, Zero Coupon Bond. Das ist ein Fremdkapital Finanzprodukt, wo kein Interest ausschüttet, also Zinsen ausschüttet. Mhm. Tut mir leid, ich bin ursprünglich aus Norwegen, deswegen mein Deutsch ein bisschen happig manchmal. So, es zahlt kein Zins aus aktiv, sondern es akkumuliert einfach den Zins bis zu Ende von der Laufzeit von diesem Bond und zahlt dann alles in einem Lumpsum aus. Okay. Aber auf deinem Contract, auf einem RC20, könnte man ja zum Beispiel jedes Jahr Zinsen auszahlen. Wieso macht ihr das nicht? Das hat eigentlich zwei Hauptgründe. Und zwar, wir sind ja eigentlich gerichtet, zum es effizienter und einfacher machen für die Entwickler, Geld reinzustecken in neue Projekte. Stell dich vor, wenn da ein Projektentwickler dauerhaft Kapital rausnehmen muss, um die Investoren zurückzuzahlen, statt neue Projekte entwickeln, verhindert das die neue Projektentwicklung. Auf der anderen Seite, aus dieser Investorensicht, hat es auch Vorteile, weil wenn man Zins aktiv auszahlt von einem Projekt wie diese, muss man sogenannte Withholding Tax zahlen. Und das hat, das könnte relativ komplex werden, vor allem wenn die Projekte dann auch im Ausland sind. Also das heißt, dieses Projekt jetzt in Afrika hat eine Verrechnungssteuer in Ruanda von 15% von diesen Zinsen. Das müsste dann zurückgehalten werden. Die Investoren, die vielleicht auch in der Schweiz sitzen, müssten dann das zurückfordern bei den lokalen Behörden. Würde das überhaupt gehen, oder gibt es Orte auf dieser Welt, wo das dann nicht mehr funktioniert? Oder? Das ist absolut möglich. Es ist einfach sehr zeitaufwendig, auch für den Investor. Deswegen sagen wir, es ist besser, wenn es einfach nur ein Kapitalgewinn ist, auf das, auf den Zero Coupon Bond, wo man dann auch traden kann im Secondary Market. Mhm. Darauf kommen wir noch dann zu sprechen, genau beim Secondary Market. Also gehen wir am besten kurz ins Projekt rein. Genau, und das hier, ist hier, jetzt weiß ich auch, wo Ruanda ist. Genau, das ist jetzt die Detailpage vom Projekt selber. Das ist genau die Software, auch wo wir aufsetzen für den Kunden, also Agatobe in diesem Fall. Das Projekt wurde ursprünglich von einem norwegischen Projektentwickler entwickelt, und die haben uns dann gebeten, diese Software zu aufsetzen. Und hier kann man sich dann informieren über das Projekt, welche Verträge die hinterlegt sind, auch über den Bond selber. Also wie gesagt, das ist ein Discount-Bond, 4% implied Zins. Pro Jahr dann? Ja. Pro Jahr, die sich über Zeit akkumulieren. Die Länge vom Bond ist 15 Jahre. Startpreis pro Token ist $100 und Endpreis ist $182. Was auch in einem Face Value. Nach den 15 Jahren. Ganz richtig. Das heißt, wenn ich jetzt investiere, muss ich dann 15 Jahre warten, bis ich bis da etwas herausbekomme, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Exzellente Frage. Nein, man kann auch früher aussteigen. Und das ist genau der Hauptpunkt für solche Assets wie hier. Die sind extrem illiquid im traditionellen Finanzmarkt. Jetzt, basierend auf einem dezentralisierten Finanzsystem, kann man einfach Liquidity Pools aufsetzen, auf sogenannte Decentralized Exchanges. Und das ist genau, was wir auch hier machen. Und man sieht auch hier, ein Balken nennt sich First Lost Capital. Das ist genau die Größe von dieser Liquidity Pool auf einem Uniswap DEX. Also es gibt Liquidität vorhanden, und über diese Liquiditätspool wird jetzt dann auch gehandelt. Okay.
Also ich habe mir schon 100 ATTs gekauft. Das heißt, ich besitze jetzt für $100 100 ATTs. Die habe ich in meiner Wallet drin. Das ist ein ERC20 Contract. Und damit kann ich dann auf Uniswap das gegen USDC dann wechseln, weil eben Liquidität auch vorhanden ist und ich kann diesen Token dann wieder zu Geld konvertieren und damit dann auch weiter. Absolut. Und der Preis wird dann eigentlich bestimmt vom AMM-Modell, der auf Uniswap hinterlegt ist. Und der Preis wird dann eigentlich endgültig bestimmt aus Nachfrage und Angebot. Das heißt, wenn viel Nachfrage gibt nach ATT-Tokens in diesem Fall, verändert sich dann auch der Preis. Der Preis vom Token-Bond wird geringer. Und im Gegensatz, wenn viele verkaufen möchten, ein umgekehrter Preis wird größer und im Gegenfall sinkt der Preis von ATT, wenn viele verkaufen möchten. Ich habe gesehen, gut, meine Metamask funktioniert nicht, das ist immer halt, wenn wir etwas aufzeichnen. Ja, die Internetverbindung ist auch relativ schlecht hier, also das kann auch da der Grund sein. Okay, aber eben wie gesagt, ich habe es probiert, ich habe gekauft und mit diesem ERC20 Token, den habe ich dann in meiner Wallet drin und wie gesagt, das kann ich dann als mein Asset, also wie eine Asset-Kategorie behandeln. 15 Jahre später würde ich dann 182 bekommen, aber ich kann es schon innerhalb dieser 15 Jahre auf dieser Uniswap Exchange dann zu USDC wechseln. USDC, jetzt gibt es vielleicht gerade auch aus aktuellem Anlass, es gibt ja da diverse Spekulationen, auch jetzt mit USDT. Warum habt ihr euch für USDC entschieden? Gab es da einen Grund? Ja, also wir schauen natürlich auch wiederum aus Projektsicht, was am meisten Sinn macht. Das Projekt, wie gesagt, liegt in Ruanda, das hat Einnahmen in Dollar. So, wir wollten definitiv auch ein Stablecoin, der Dollar abbilden soll. Jetzt in der Stablecoin-Welt haben wir uns dann auch genauer angeschaut, welche von den seriösen Protokollen gibt es auch da. USDC war einfach ein klarer Kandidat, weil es einer von den wenigen Stablecoins, die auch geauditet werden. Und deswegen haben wir uns auch dann für USDC entschieden. Okay. Und ihr habt ja auch diesen Token, also das ist ein ERC20-Token, ist auf Ethereum. Es ist ja auch ein nachhaltiges Projekt. Habt ihr schon mit dem Wissen oder habt ihr darauf spekuliert, dass Ethereum auf Proof of Stake wechselt? Oder weil, wo ihr gestartet habt, war es noch Proof of Work, es gab noch keinen fixen Termin. Habt ihr da spekuliert? Ja, ich würde schon sagen, wir haben spekuliert und gehofft, dass auch Ethereum den Transition schafft. Das ist auch durchgängig auch durchgekommen. Das ist für uns ein riesen Vorteil auch, weil es jetzt sehr ein vorteilhafter Fußabdruck, Klimafußabdruck hat. Wir waren aber auch bewusst, dass wir das auch transparent abbilden wollten. So, wir haben ein API integriert von patch.io, wo auch den Fußabdruck von den Smart Contracts jederzeit abbildet. Also sprich, jedes Mal, dass ein Trade passiert über den Smart Contract, wird den Fußabdruck vom Smart Contract neu berechnet. Bei Proof of Work damals war der Fußabdruck auch gering, wenn man den Carbon Avoidance anschaut vom Projekt. Also wir wären auch damit okay, aber natürlich viel besser, so wie es jetzt ist. Und gibt es von den Regulierungsbehörden, gibt es da Druck, dass man da eher eine Blockchain verwenden sollte, die energieeffizient ist? Noch nicht konkret, aber es gibt sehr starke Signale dafür, dass Regulierungen möchten in diese Richtung ziehen. Man sieht es auch sehr oft in den Zeitungen. Crypto-Space generell oder Blockchain-Space generell ist relativ happy im Wind, wenn es genau um Energieverbrauch geht. Man hört ja auch ständig davon, wie viel Energie Bitcoin konsumiert. Deswegen die Behörden schauen extrem drauf.
Und da ist es gut, im Vorhinein sein und einfach diese Technologie schon im Voraus implementiert zu haben. Mhm. Ja. Ja, es gibt ja diese zwei Lager, Proof of Work ist dezentral, man sollte es so sein lassen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man das dezentral lassen kann, weil Proof of Stake fördert Zentralisierung. Also da gibt es ganz viele Diskussionen, negative wie auch positive. Aber der Effekt eben von Proof of Work, es ist sicher energiesparsam. Absolut. Und ich meine, was die Diskussion angeht von dezentral versus zentral, ich meine, wir sind auch dafür, dass der Blockchain eigentlich so composable ist wie möglich. Weil das war ja auch der Ursprung von dieser ganzen Idee, wieso wir überhaupt jetzt Blockchain einsetzen bei nachhaltigen Infrastrukturprojekten, ist genau der Composability-Effekt, dass man Möglichkeiten hat, mit diesen Token, also ATT, weiter zu arbeiten, was Vorteile für den Investor anbietet und der Entwickler selber. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten und nicht diesen Vorteil verlieren. Und wenn du jetzt in die Zukunft blickst, Kryptowährungen, was ist so dein Ausblick, deine Vorhersage, wird sich das festigen, wird es dann wieder verschwinden, war es ein Aufkommen, das jetzt dann eher wieder am Abklingen ist, oder wie siehst du die ganze Kryptowährung? Extrem spannende Frage. Ich habe leider keine Glaskugel, wo ich in die Zukunft schauen kann. Was man aber deutlich sieht, ist, dass der Space ist immer noch sehr jung und die größeren traditionellen finanziellen Players sind noch nicht groß eingestiegen, aber es passiert langsam, aber sicher. Man sieht zum Beispiel BlackRock, die mehr und mehr digitale Assets einsteigen, Schröder, Fidelity, also größere Finanzinstitutionen, die einen riesen Appetit haben für diese Asset Class. Und wenn man das auch unterbauen kann mit wirklich einem effizienteren Backend-System für das finanzielle System, dann hat das für alle Vorteile. Und ich denke, man wird wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Jahre ich glaube nicht, dass Decentralized Finance oder Blockchain den ganzen Finanzindustrie disrupten wird, aber es wird eine langsame Transition sein, wo es auch Traditional Finance oder Centralized Finance mit Decentralized Finance in enge Zusammenarbeit auch sich weiterentwickelt. Also in der Evolution und nicht der Revolution. Absolut, absolut. Okay. Dann ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg beim Projekt. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.